So, willkommen zurück zu einer neuen Runde Bioshock. Moira! Patrick! Jesse, Ryan ähnlich. Wartet, bis wir fast draußen sind und dann schlägt er zu. Wir finden diesen Dreckskerl. Wir finden ihn. Ja. Und dann reißen wir ihm das Herz aus dem Leib! Ja. Ja. Ich bin an diesen Ort gekommen, um das Unmögliche zu erbauen. Du aber bist gekommen, um zu stehlen, was du niemals selbst hättest erschaffen können. Ein Hunne, der staunend vor den Toren rumsteht. Sogar die Luft, die du atmest, hast du nur von mir geschnorrt. Nun denn, atme tief ein. Dann kannst du dich später vielleicht an ihren Geschmack erinnern. Du Mistsack. Geh zur Tauchkugel bei den Rolling Hills. Sie wird dich direkt in die Höhle des Löwen bringen. Dann werden alle Schulden vollständig beglichen. Auf jeden Fall. So, geh zur Metrostation. Alter, geil. Boah, und wie geil das immer noch aussieht. Ist unfassbar. Die große Kette. So, was haben wir hier? Hier ist nichts. Okay. Und danke für die Followers. An alle Lieben. Vielen lieben Dank. Bini7. Willkommen. So. Hier ist der Friedhof. Okay, wir müssen da lang. Ich gehe jetzt erstmal nicht den direkten Weg wieder. Ich schaue erstmal hier. Was haben wir hier? Kerosin, Alkohol. Ja, nimmt alles mit. Alkohol, ja, nimmt mit. Was war das? Ich bin da so ein Schisser, ne? Stickstoffgranate? Boah, geil. Ja, mit. So, MG. Mhm. Nehmen wir alles mit. Schrauben, ja. Oh, okay, ist hier noch was drin? Okay. Du hast jetzt genug Bestandteile, um ein Objekt herzustellen. Suche jetzt eine U-Wendstation. Okay. Ah ja, das gab's ja auch noch, ne? Oh Gott. Das war so... Man konnte hier so viel machen. Ah ja, die Teergarden. Genau. Hier wurde ja auch erklärt, wie die ganzen Leute hier an Sauerstoff gekommen sind. Oh. Da fehlt ein Kopf, würde ich sagen. Hübsche Beine. Und eine Kamera. Und ein Film. Nehmen wir alles mit. Ein neues Tonband. Wollte ich eigentlich gar nicht trinken, aber egal. Sieht ganz so aus, als würden einige armselige Gestalten schon anfangen, Gespenster zu sehen. Gespenster. Ryan hat gesagt, das sei eine Nebenwirkung der Plasmide. Die Erinnerungen des einen Schwachkopfs werden durch genetisches Sampling auf den anderen übertragen. Wassereinbruch, Geisteskranke, Rebellion und jetzt auch noch Gespenster. Ist das Leben in Rapture nicht einfach wunderbar? Nein, hier ist keiner. Ich gehe erstmal einen anderen Weg. Mal gucken. Lass mal hier lang. So, Arcadia Glimps. Ja, gerade nicht. Ich gehe erstmal hier lang. Oh, Süße. Ich bin sowas von aufgespleist. Davon wagst du nicht mal zu träumen. Komm hier. Was für einen Abend ich vorbereitet habe. Alles ist bereit. Blumen, eine Flasche Wein. Sogar zwei Karten für den Teegarten. Nichts bringt die Miezen mehr in Stimmung als eine Nacht in Arcadia. Jetzt muss ich bloß noch beim Thrifty Care vorbeischauen und ein Medipack abholen. Nur zur Sicherheit. Man sagt, Angelina sei nicht zum ersten Mal im Teegarten. Wo ist Atlas, stand da gerade? Das Verfahren zur Vermehrung ist ein Erfolg. Die Schnecken allein konnten nicht genug Adam für unsere Zwecke produzieren. Doch in Zusammenarbeit mit dem Wirt, da sieht es schon viel besser aus. Die Schnecke wird in die Magenschleimhaut des Wirts implantiert. Durch die Verwertung der wieder ausgewirkten Nahrung des Wirts ist die Adam-Ausbeute 20 oder 30 Mal so hoch wie vorher. Das Problem ist jetzt, dass es zu wenig Wirte gibt. Fontaine sagt... Nur Geduld, Tannenbaum.
Bald wird das erste Heim für Little Sisters eröffnet. Damit ist das Problem schon gelöst. Oh, bitte, hilf mir doch jemand! Sie sind überall! Das ist doch eine Verarsche. Kannst du mir da erzählen, was du willst? Das ist voll die Verarsche. Hundertprozentig. Das ist voll die Verarsche. Hundertprozentig. Guck mal da oben. Kannst du mir helfen, Mann? Du helfen? Wird schon rot markiert, aber ich soll dir helfen. Weißt du was? Du kannst nicht mal. Hey, hierher! Bleib stehen! Hä? Was ist das? Alter! Wo ist der hin? Okay. Alter, was? Willst du mich verarschen? Gibt's doch gar nicht. Ein paar Dollaros wieder aufnehmen? Ach stimmt, die gab's ja auch noch. Oh Gott. Wie ich sie einfach vergessen, versucht habe zu vergessen. Diese Kaka. Huch, Entschuldigung. Ich habe sie einfach versucht zu verdrängen. Wie ich dann... Stimmt, die können sich ja porten. Oh, das war das ja. Oh, das war so gemein. Das war so fies. Hey, ein Bonusraum. Die Spritze, aber... Ja, rauchen wollte ich jetzt eigentlich gar nicht, aber gut, jetzt haben wir es. Nein, das ist nicht sehr gut gewesen. Das war keine gute Idee. Ich sollte vielleicht doch bei den Waffen bleiben diesmal, weil wir schon ein bisschen weiter sind. So. Vielleicht bei der Pistole, weil wir ja noch kleine Gegner haben. Wieso schleiche ich eigentlich die ganze Zeit? Ist doch kein Schleichspiel. So. Blümchen. Bäumchen, Bäumchen. La 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 la. Dieses Arcadia ist ab heute nur noch für zahlende Gäste geöffnet. Erst stellt der Mann mich ein, um einen Wald auf dem Meeresgrund zu pflanzen. Und dann sorgt er dafür, dass ein Waldspaziergang ein Luxus für Privilegierte wird. Rein fragt, sollte ein Farmer seine Nahrungsmittel nicht verkaufen dürfen? Darf ein Töpfer kein Geld mit seinen Töpfen verdienen? Ich wollte gerade anfangen, mich mit ihm zu streiten, als mir wieder einfiel, wer mein Gehalt bezahlt. Das Einzige, was schlimmer ist als ein Heuchler, ist ein arbeitsloser Heuchler. Ich hab geschworen, ich muss unbedingt meine Hände waschen. Scheiße, wir haben keine Telekinese, ne? Warte mal eben. Ich wechsle das mal eben. So. Telekinese, jawohl. So. Gucken wir mal, das dürfte nämlich einer sein mit Granaten da oben. Ja komm, werf. Ach nee, doch nicht. Okay. Na, Alter. Gibt's doch gar nicht. Okay, ich dachte, es wäre einer mit den Granaten da oben. Aua. Da auf, komm. Alter, aua. Will er mich verarschen? Okay. Bleiben wir doch beim MG. Ich nehme alles zurück. Das war gemein. Das war mal echt fies. Man kann immer ein Geschäft haben. Aua.
da steht ein MG, ne? Alter, nein! Ich habe auch das falsche Ding in der Hand. Oh Gott. Ja, manchmal so hohl. Ich bin manchmal irgendwie neben der Spur. Ich weiß nicht warum. So. Da gucken wir doch mal. Nee. Der kommt von mir aus hier hin. Ein nach oben. Vielleicht so und dann so. Dann von mir aus ein so. Na. Ein so. Und dann brauchen wir jetzt den. Nach hier. Und dann haben wir es. Jawohl. So. Okay, läuft. So, was haben wir hier drin? Hier haben wir... Okay. Eine Spritze, ein Verbandskasten. Können wir gut gebrauchen. Was haben wir hier oben? Batterien. Boah, wir kriegen ja so viele Klamotten. Unbedingt zusehen, dass wir mal so eine Werkbank finden. Eine Werkbank. Werkbank in der Haus. Ah, guck mal an. Ein Bonusraum. Oi. Stimmt, davon gab es ja auch jede... Ah, guck mal, die Katze. Hallo. Kann ich mich auch noch dran entsinnen. Oh. Die lebt noch. Die lebt noch. Die schläft gerade und träumt. Ja, die träumt gerade. Na, Mieze? Na, du? Oh ja, die steht. Hast du gesehen? Guck mal, die steht. Guck mal, die stand gerade. Guck mal, die stand gerade. Guck mal, die hat einen ganz roten Kopf. Ich weiß gar nicht, wovon. So, lassen wir sie mal schlafen. So. Oh Gott, jetzt geht's wieder los. Das ist so gemein. Das ist so... Oh nein, das ist... Oh nein. Das ist so gemein, ist das immer. Wie gemein das immer ist. Oh nein. Ach komm, ernsthaft. Nein, was mache ich denn? Oh, komm, ernsthaft. Oh nein. Na, komm. Wie assi. Das war früher wesentlich leichter, habe ich das Gefühl. Oh nein. Das war früher wesentlich einfacher. Ja, komm. Ah, das ist so ein Witz, ne? Ja, und jetzt wird Alarm ausgelöst. Ehrlich jetzt. Okay, jetzt bleibe ich hier drin so lange. Kann ich die Tür zumachen? So, jetzt sollen sie mal hier reinkommen. So. Oh Gott. So. Gucken wir mal. Ich warte jetzt mal erstmal ein bisschen ab hier. Keinen Bock gegen diese Roboter zu kämpfen. Ja. Danke für den Follower. Vielen lieben Dank an alle. Ich scheiß dich zu! Renn! Verdammt nochmal! Ich blute! Das wird dich nicht retten, Arschgesicht! Hat er jetzt gerade wirklich gesagt, der scheißt mich zu? Boah, der ist ja ekelig. Ich glaube, das war's für ihn. Ich glaube, das hat sich mal eben erledigt. Jupp. Okay, hier komme ich. Ich glaube... Komme ich hier irgendwie... Alter. Kann ich das irgendwie abmachen hier? Naja, es geht so nicht. Ich kann bestimmt nicht hier raufspringen, ne? Ohne mich. Okay, das funktioniert super.
Das klappt also so schon mal nicht. Okay. Wisst ihr was? Ich kaufe jetzt diesen scheiß Safe-Frei, ist mir egal. So. Kohle haben wir genug. So, dann gucken wir mal. Den hat's, glaube ich, ein bisschen zerbrutzelt. Ist er selber schuld? Der hat zu mir gesagt, der scheißt mich zu. Ich weiß nicht warum. Ich stehe nicht so auf Kaviar. Da würde ich gerne hin. Ah, so geht's auch. Sehr schön. So. Da ist die Leiche noch am Zappeln. War cool, Rapture. Voll geil. So. Dann gucken wir mal, wir müssen hier lang, glaube ich. Genau, hier lang. Wo ist Atlas? Manchmal vergesse ich, welche Hülle Welt. War das unser MG da oben? Ich glaube ja. Ich höre schon wieder jemanden. Ach, da oben ist der. Halt! Zieh dich an! Ekelhaft! Oh, was ein Vollidiot. Vollidiot. Akadias Garten, sehr schön. So, gucken wir nochmal eben hier. Was haben wir hier Schönes? Haben wir irgendwas? Können wir gar nicht, oder? Nee, kommen wir gar nicht lang. Schade, ich dachte, man könnte irgendwie lang gehen. Ja! Okay. Hier oben liegen Eve-Spritzen, aber wir haben unsere... Diese Eve-Spritze. Was ist das denn hier? Was ist das denn? Das habe ich ja noch nie gesehen. Erstmal draufhauen. Das habe ich beim ersten Mal spielen gar nicht gesehen. Hier auch. Okay. Schon wieder der? Oder die? Verdammt. So. Dann gucken wir mal. Okay. Hier geht's weiter. Ich bleibe jetzt erstmal hier unten. In der Hoffnung, dass wir hier vielleicht ein paar Sachen finden. Den Verbandskasten. Geil. So. Und manchmal sehe ich sogar Dinge, die gar nicht da sind. Ach, dir ist nur etwas gruselig zumute, Mary. Das habe ich auch. Du musst dich mit dem Splicen ein bisschen zurück. Kann ich das benutzen? Wenn du das siehst, bist du wieder gesund und munter. Denk daran, ein kluger Splicer ist ein glücklicher Splicer. Ein kluger Splicer ist ein glücklicher Splicer. Ja, hat man ja gesehen, wo das hinführt hier alles. So, wieder ein Save. Soll ich versuch's nochmal? Warte mal, automatisch hacken. Ach ja, haben noch 4 verbleiben. Geil. Sehr schön. So. Du wirst vielleicht einiges über mich hören, hier und da auf meinen Namen stoßen. Ja, es gab ja mal eine Zeit, da habe ich mich für Politik interessiert. Aber im Grunde ist das doch nur eine Ausrede, um andere Leute umzubringen. Ich bin damit fertig. Ich will nur noch eins. Endlich die Sonne wiedersehen. Der Drecksack. Der kleine Drecksack. Alter Schwede. Ein paar Medipacks könnte man gut gebrauchen. Oh, geil. Jawohl. Autohacker. Ah, okay. Jetzt können wir hier die Sachen bauen. Ah, Explosiv. Ah, für die Schrotflinte. Und einen Autohacker nehmen wir auch mal mit. Da schneiden wir da. Was war das denn?
Okay. Und ein Medipack, sehr schön. So, da brauchen wir nicht dran. Weil irgendwas umbauen möchte ich gerade nicht. Mit unseren Tonikums und Plasmiden. Die lasse ich mal alle so. Okay, anscheinend müssen wir hier lang. Aber da hinten war ja auch noch was gewesen. Ich würde gerne nochmal zurückgehen. Ja, ich würde gerne zurückgehen. Schade. Habe ich das jetzt verbockt? Ich glaube nicht, ne? Oder? Oder doch? Oder habe ich das... Okay, dann müssen wir hier lang. Ich hoffe, wir kommen nochmal zurück. Ja, doch. Hä, wer quasselt denn da? Hallo? Und wo ist die Kamera? Da oben. Oi. Hallo, Big Daddy. Ah, warte mal, von da sind wir... Dann könnte ich ja jetzt theoretischerweise da zurück. Rolling Hills ist gleich da drüben. Und auch die Anlegestelle der Tauchkugel. Dann geht's direkt weiter zu Ryan. Das war nicht gut. Das war, glaube ich, keine gute Idee. Das war kein... Aua, das war... Aua, aua, das war keine gute Idee. Oh, Mann. Fuck. Keine Respektlosigkeit. Wo ist der Big Daddy? Na, mach doch... Nein. Oh. Oh, ich bin so hohl. Wo ist er denn? Oh, Gott sei Dank. Doch. Oh, Gott sei Dank, wieder ein bisschen Adam. Oh, ich fühle mich schon viel besser. Boah, wie viel Adam wir haben, Alter. In der schwersten Stufe auf dich verlassen. Du hast die Kleinen gerettet, obwohl du deine ganze Grausamkeit hättest zeigen können. Ich ja. Schicke dir etwas. Ein Zeichen unseres Dankes. Dafür habe ich ja genug Verbandskisten verbraucht. Olle Zippe. So. So, da müssen wir lang. Ich gehe aber trotzdem nochmal zurück, nochmal kurz gucken, was wir hier alles verpasst haben. Ah, okay, können wir wieder unsere Dings abändern. Nochmal eben hier schnell schauen. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Hey, unser Geschenk. Jawohl. Neues Tonikum. Safeknacker. Safeknacker ist eins der beliebtesten Produkte von Hexmart, da es dir Zugang zu Orten verschafft, an denen die dich nicht haben wollen. Werden sie zum Meister aller Stationen. Okay. Was war das? Verringert die Geschwindigkeit im Hacken. Ich würde gerne hier noch einen weiteren Slot freischalten. Verdammt. Zeit fürs Heierbettchen, Mr. B. Ja, genau. Zeit fürs Heierbettchen. Plasmiden-Slot. Ach, guck mal, hier können wir die Slots kaufen. Machen wir direkt mal. Jawohl. Können wir direkt mal den... Ja, kennen wir schon. So, Technik-Slot machen wir auch mal ein. Zwei Balancenplatten weniger beim Hacken, verringert die Geschwindigkeit, den Schwierigkeitsgrad beim Hacken und Saves und Kombo-Schlössern, verringert die Dauer vom Alarm. Zwei Überlassungs... Ich glaube, das mit dem Hacken lasse ich mal da drin. Dann nehmen wir noch einen Kampf-Tonika-Slot. So. Gesundheits-Upgrade. Deine maximale Gesundheit wurde erhöht. Eve-Upgrade haben wir auch. So, sehr schön. Können wir uns noch ein bisschen was leisten? Machen wir noch einen Slot frei. Beim Durchsuchen eines Behälters oder einer Leiche kannst du noch einmal suchen, um etwas anderes zu erbeuten. Oh, wie geil.
Jedes Mal, wenn sie etwas hacken, erhalten sie ein wenig Gesundheit und Eve. Ich glaube, das mache ich jetzt mal. Wenn wir schon die Kohle haben, ne? Wenn schon, denn schon. So, jetzt haben wir alles. So, was haben wir denn noch? Nur noch 60 am Adam. Lassen wir mal. Extra. Schienenbuster. Was haben wir denn noch? Zieldummy. Jawohl. Jetzt haben wir schon drei Sachen. Sehr geil. Läuft auf jeden Fall besser. Ist auf jeden Fall. Bin ich auf jeden Fall beruhigter als wie vorher. Aber wir könnten ein paar Verbandskästen gut gebrauchen. Wenn ich das mal so sagen darf. So, warte mal. Von hier sind wir gekommen, ne? Jetzt wollte ich mal. Achso, da war das gerade mit erneut suchen. Nein! Ach, man muss das vorher machen, oder was? So, nochmal ein Explosivgeschoss nochmal eben hergestellt. Dann haben wir das auch für die Flinte, weil die sind gar nicht mal so schlecht für die Big Daddies. Haben wir ja gerade fest. Was ist das denn? Ah, guck mal an. Boah, wie gemein. Hä? Aha, muss schon sagen. Das muss doch gehen. Okay, ansonsten ist ja auch nichts. So. Dann gucken wir mal. Dann haben wir die Seite auch abgesucht. Aber wie gesagt, ein bisschen. Ein wenig mehr. Da liegt auf jeden Fall noch. Ein paar mehr Verbandskästen wären ganz geil. Können wir mit leben? Wir haben beim letzten Mal ja auch schon so abgekackt, aber trotzdem haben wir es noch überlebt. An der Oberfläche habe ich einst einen Wald gekauft. Die Parasiten behaupteten, das Land gehöre Gott und verlangten, dass ich dort einen öffentlichen Park errichten sollte. War klar. Damit das gemeine Volk mit offenem Mund unter dem Himmelszelt stehen kann und so tun kann, als wäre es das Paradies, das es sich verdient hätte? Als die Regierung meinen Wald verstaatlichen wollte, habe ich ihn mit eigener Hand niedergebrannt. Nicht Gott hat die Samen für dieses Arcadia gesät. Ich war es. Ja, ja, ist klar. Du hast alles gemacht hier. So, dann probieren wir mal. Sonst ist hier keiner, ne? Ne, Gott sei Dank. Wow. Alter, der hat uns getroffen, der Drecksack. Die Sau. Hat uns die Sau echt getroffen. Oh, komm, ernsthaft. Okay, weiter nach oben müssen wir. Sonst kommen wir nicht durch. Ich brauche noch einen nach oben. Nach oben. Boah, ehrlich jetzt. Okay, dann machen wir es anders. Machen wir es so. Dann den. Den da oben drauf. Okay, wo ist die Kurve? Da ist die Kurve. Den machen wir hier hin. Ich dachte, das sollte einfacher werden durch die ganzen Plasmide. Merke ich nichts von. So. Jetzt aber. Puh. Okay, schauen wir uns erstmal um. Was ist hier? Ist hier. Das wäre doch ein perfektes Versteck für einen Verbandskasten oder so, irgendwie. Aber anscheinend ist da nichts. Oh nein, ehrlich jetzt. Oh komm. Mit Little Sister oder ohne? Anscheinend ohne. Da hinter dem Geschütz ist noch irgendwas am Liegen. Ich würde den gerne nicht angreifen, weil wir halt nicht so viel. Landfunk 63, vielen Dank für den Follower. Weil wir haben halt kaum Medipack, da oben liegt auch noch was ich gerade. Oh, der kommt auch noch hier lang. Ich hoffe, der lässt uns in Ruhe. Lass mich in Ruhe, ich tue dir nichts. Dann tust du mir auch nichts. Oh, ein Verbandskasten, oh wie geil.
komme ich denn da oben drauf? Haut der ab, ja, ne? Wo ist der denn jetzt? Ah, Gott sei Dank. Aber wie komme ich denn da bitte rauf? Wie soll das denn gehen? Geht das hier rüber vielleicht? Ah, wie geil. So, was haben wir hier? Ah, eine Splittergranate. Geil. Da liegt auch noch was. Ist ja cool. Yeah. Wenn sich mal ein bisschen mehr umsieht, dann findet man schon ein paar tolle Sachen. So. Ein Tonband. Als wir hier ankamen, fing Marsha sofort an zu schreien. Mama, Mama, was ist das? Was ist das? Ich dachte erst, sie hätte so eine Art Anfall. Und dann wurde mir klar, Bäume, Bäume. Sie hatte noch nie zuvor einen gesehen und hielt sie für ungeheuer. Oh, Sammy, vielleicht hätten wir niemals hierher kommen sollen. Ja, ist klar, wenn die Kleine dann hier geboren worden ist, ne, in Rapture, hat sie wahrscheinlich noch nie Bäume sonst vorher gesehen, ne? So, da scheint eine Kamera zu sein. Voll geil, wie sieht das aus? Was ist das denn? Das stimmt doch was nicht. Jetzt hör mir mal zu. Ich bin kein Botaniker oder sowas, aber ich glaube, Ryan hat Arcadia gerade vernichtet. Er hat irgendwas mit der Atemluft angestellt. Wir befinden uns auf dem Meeresgrund, Junge. Der gesamte Sauerstoff kommt von den Bäumen. Keine Bäume, kein Sauerstoff. Denk da mal drüber nach. Ja, das stimmt. Ryans Frau in Arcadia ist eine alternde Schönheit namens Langford. Ganz in Ordnung, aber sie macht so ziemlich alles für ein paar Dollar. Wenn sie noch am Leben ist, dann wird sie ihre Bäume ganz bestimmt retten wollen. Immerhin hat sie die verdammten Dinger gepflanzt. Ja, ja, da hast du recht. Finden Sie Julie Langford. Hallo, lieber! So, kann man ein bisschen was kaufen hier. Wenn wir schon einmal dabei sind. So, da müssen wir lang. Ich gehe nochmal eben hier. Darf ich hier lang oder sterbe ich jetzt hier? Ich höre schon meine Little Sister, aber ich möchte das, glaube ich. Oh, komm. Ja, ich besudel den Ort, weil ich auch schon so schmutzig bin. Ist da oben noch irgendwas?